Felix, Felix! Guck doch zum Ball! In der Luft, in der Luft, in der Luft! Bravo, Matti! Ja! Hast du halt immer noch trotzdem noch eine Alternative, falls mal was ist. Ja, also dann, wenn... So, aber ich bin halt immer noch der Meinung, es fehlt vorne halt wirklich ein Stürmer, wie du sagen kannst, alles klar. Ja, gut, das ist einfach Karma, ne, dass du gesagt hast, es fehlt ein Stürmer vorne. So. Halt immer so, aber es ist halt aber einfach, wo du sagst, es fehlt einer vorne, wo du sagst, alles klar, der macht seine, na, irgendwann wieder 15 Tore, 15, 16 Tore, ne. Also, sag mal, eigentlich war Mari Gerson, war so einer. Ja, Steffen, erstmal nochmal herzlich willkommen offiziell jetzt beim SV Atlas und gleich nach der offiziellen Verkündung 2 Tore, 1 Vorlage. Wie war es für dich heute? Boah, hat echt Spaß gemacht. Die Jungs haben mich echt gut aufgenommen, seit Tag 1. Und das Spiel halt, nehme ich als Belohnung mit, aber ich bin der Meinung, da geht noch ein bisschen mehr. Was hat Atlas, der Verein jetzt an sich und auch die Mannschaft für dich für einen Eindruck gemacht? Boah, auf jeden Fall positiv. Also ich hatte ja schon etliche Probetrainings und da war es jetzt nicht so die Stimmung und die Jungs kamen ja sofort zu mir hin und meinten ja hier, da, das ist das, das ist das, das geht so. Auf jeden Fall positiv. Jacki, auch das 4. Testspiel wurde gewonnen, 4-0 gegen den FC Oberneuland. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, in der Höhe verdient. Also ich glaube, wir können in der 2. Halbzeit natürlich noch mehr Tore schießen, können aber auch schon in der 1. Halbzeit mindestens 2 Dinger machen. Also ich bin zufrieden, weil wir gerade in einer Situation sind, wo die Jungs wirklich kaputt sind. Es war jetzt, glaube ich, die 11. Einheit am 9. Tag jetzt hintereinander, ohne Pausen. Das heißt, die Jungs sind einfach auch schon echt in Mitleidenschaft gezogen. Und von daher, ja, kann man nur sagen, die Jungs haben sich heute nochmal vernünftig bewegt. Morgen gibt es frei. Der erste Tag im Trainingslager, der wird auch sehr, sehr ruhig ausfallen, sodass man jetzt sich nochmal so ein bisschen regeneriert. Heute war wichtig, dass jeder nochmal zum Zug kommt. Das wird jetzt natürlich auch angezogen. Das ist klar, jetzt haben wir noch 2 Testspiele plus Trainingslager. Also da wird jetzt die Situation schärfer, der Ton vielleicht auch ein bisschen schärfer untereinander, weil jetzt geht es halt wirklich um Plätze. Und ich bin froh, dass wir das am Ende so souverän gewonnen haben. Ja. Du hast das Trainingslager gerade schon angesprochen. Was ist da geplant? Was soll da der Schwerpunkt sein? Der Schwerpunkt liegt ganz klar, dass wir auf das Taktische eingehen und dass wir natürlich auch im Bereich des Teambuildings viel machen. So, das sind die beiden Schwerpunkte und da wird natürlich trotzdem bei 3 Einheiten am Tag auch die Physis und der konditionelle Aspekt nicht ganz unwesentlich sein.